China hat vor Taiwan eine groß angelegte Militärübung abgehalten. Dabei seien 71 Kampfflugzeuge und 7 Schiffe eingesetzt worden, so das taiwanesische Verteidigungsministerium. Die Manöver begannen nach der Verabschiedung des US-Haushaltsgesetzes am vergangenen Wochenende, das Militärhilfe für Taiwan vorsieht und deshalb von Peking heftig kritisiert wird. Die chinesische Führung betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik und droht mit der Annexion. Die Taiwanesen sehen sich hingegen als eigenständigen Staat. International anerkannt wird Taiwan jedoch nur von wenigen Ländern. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.